Hallo zusammen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück hier beim Let's Play Together Minecraft Feed the Beast. Mit dabei wieder die gute Zockerrübe. Jo, moin. Und der Mann der tausend Tode, Mr. Miss. Einen wunderschönen guten Abend. Genau, ich muss weiter graben, ich habe keine Zeit. Ja, so. Er ist schon wieder am Graben. Ich muss mich hier kümmern um mein Zeug. Ich muss irgendwie. Ja, gut. Wie komme ich denn da jetzt ran? Nein, ihr wisst ja, liebe Leute, wir sind immer noch dabei, uns hier in. Wir hatten hier mal eine recht hübsche Notunterkunft, die mittlerweile eigentlich nur noch eine Not, aber keine Unterkunft mehr ist. Und uns jetzt hier gnadenlos als Rohstofflager dient. Und wir hier aus diesem brüchigen Stein versuchen, irgendwie anderen Stein zu machen. Was kommt denn da raus? Brüchiger Block, hervorragend. Also es ist eine Aufwertung sondersgleichen. Und mit der zimmern wir nämlich hier hinten. Ihr seht oben diesen Spawnpunkt auf meiner Karte. Dort bauen wir unser Haus. Yeah. Ich hoffe, wir fangen in dieser Folge auch mal damit an. Ja, wir sollten wirklich mal damit anfangen. Ich versuche gerade im Moment ein bisschen noch an mein Zeug da unten ranzukommen. So. Wenn wir jetzt FSK 18 spielen würden, würde ich sagen, wir sind demnächst gefickt, weil die Sonne untergeht. Ah, nee. Doch. Aber wir haben ja Mr. Mist dabei, der hält uns den Tod vom Leib. Ja, ich kümmere mich um Sterben, genau. Das ist kein Problem. Du kümmerst dich um den Schnitter, sehr schön. Ja. Ich lenke ihn ab. Ja, mach das. So. Fällt mir mal ein Gevatter Tod von Terry Pratchett, das feiere ich immer sehr, wenn der in den Büchern auftaucht. Wir können auch schon Iron Furnace machen, sehe ich gerade, ne? Und was bringt das? Wollte ich auch gerade fragen, was bringt denn der? Höhere Leistung oder? Electric Furnace. Wir brauchen später auf jeden Fall die Electric Furnaces, weil die machen halt richtig. Electric Furnace brauchen wir. Warum? Nee, Electric Power 3 EU, 32 EU pro Tick. Ja, der Induction Furnace bringt 128 EU. Ja, hä, na, der braucht die. Besser. Der bringt die noch nicht, der braucht die doch. Energy Units. Oder? Energy Units, das war's. Power 3. Energy Units, Power 1, Energy Unit. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Induktionsöfen nicht für irgendeine Besonderheit man die braucht zum Verarbeiten. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Nicht sicher, ich bin. Also ich weiß nur, dass der Induction Furnace, glaube ich, noch schneller ist. Ah, na gut, es geht ja jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt erstmal um Geschwindigkeit, oder? Also nicht, braten, nicht doch. Ne, nicht, dass wir jetzt hier die zu viele Rohstoffe raushauen, weißt du? Nein, also, ich meine dann für später. Ja, ach so, für später. Ja, ja gut, du also planst. Für jetzt. Du machst ja schon wieder einen 10-Jahres-Plan, so wahrscheinlich. Ja, klar, natürlich. In 10 Jahren möchte ich ein Haus mit einem weißen Gartenzaun und 24 Kinder haben. Ja, genau, 24 Mindestens. Kinder. In 10 Jahren wird es ein bisschen schwierig. Na, warte, stell die mal nicht so an. Kriegst du hin, wa? Machst ja immer einen Dreier. Also. Als Mann ist das einfacher als Frau, muss man sagen. Das stimmt. Machst du immer Drillinge, da klappt das schon. Klar, immer gleich immer dreimal anklopfen hier. So. Ich hau hier nochmal Eisenohr rein. Mach mal. Das Eisenohr. Das Ohr aus Eisen, sozusagen. Wisst ihr was, ich bewaffne mich noch. Woraus machen wir denn jetzt unsere Hütte? Na, aus diesem Stein hier, den wir. Aber warte mal, wir brauchen noch einen. Da müssen wir erstmal alles durchbraten, ne? Wir brauchen noch einen zweiten Ofen, würde ich mal sagen. Vor allem brauchen wir Kohle noch immer, oder? Ich brauche vor allem wieder Ausrüstung. Ich bin hier. Ja, oder Holz. Wir können das ja auch mit Holz machen, ne? Wir können auch Holz nehmen. Ist aber nicht so effizient. Nee. Ich habe hier noch einen Ofen gebaut. Wir kriegen wesentlich schneller Holz als Dings. Da haben Sie recht, junge Frau. So, zack, warte, da kommt. Ich gehe mal Holz holen. Ach, da braucht man. Ja, wird Nacht. Obwohl, wir könnten. Haben wir schon Betten? Nein, wir könnten aber auch Dings bauen, theoretisch. Ich meine, wir könnten nein. Ich lebe noch. Wir könnten aber theoretisch auch. Was wollte ich denn gerade sagen, verdammte Axt? Steinkohle, Holzkohle machen in den Öfen. Wie geht das denn nochmal? Na, einfach oben Holz rein, unten Holz rein. Aber rechnet sich das dann insgesamt? Ja, aus 32 Holz kriegst du, glaube ich, 32 Kohle. Quatsch, aus 64 Holz würdest du 32 Kohle kriegen, so rum. Aber können wir da nicht genauso gut einfach das Holz verbrennen oder machen wir da Gewinn? Was? Die Kohle ist ja effizienter. Kohle du kriegst ja mit 7 und? Kohle oder mit 8 Kohle kriegst du einen 64er Stack irgendwas durchgebraten. Okay, ja, genau. dann rechnet sich's auf jeden Fall. Aber haben wir Wolle?
Müsste in der Kiste sein. I think so. I have put it there. You have put it in the Kiste? You have put it in the Kiste rein? Oh, yes, very early in the last, before I died. Folge. Shall we speak English in the whole entire episode or what? Bitte nicht, nein. Why nein. not? Ich meine, ja. Also, you have to train oder gar du, kein Problem. Also, do the Switzers so. Speak German? Ja. I only see the Marble. What? But not Volley. Nein, ach Mann. Oh, du wurdest, warum wurdest du denn? Aber ich bin jetzt echt ganz froh, dass ich da jetzt noch einmal gestorben bin, weil da unten, ich saß da echt gerade fest, das war mega langweilig. Oder ist so. Die Wolle noch im alten Haus? Also hier ist sie nicht. Nee. Also wenn sie da nicht ist, dann habe ich sie bei irgendeinem Tod verloren. Das müssen wir jetzt nachgucken in den alten Folgen. Hast du, ja, kann super. Ich hier suchen? Wolle. Oh, ich schreibe groß. Du kannst suchen, ja, du kannst suchen. Ja, wie denn? Nee, kann ich nicht. Doch, warte mal, wenn du doppelklickst unten auf die Suchleiste, dann suchst du in deiner Kiste, glaube ich, meine ich. Meinst ja. du? Ja. Stimmt, ey, die wird so gülden. Ja, sie wird gülden. Ein paar Fäckelchen hier aufstellen, damit perfekt, Roger, man, das ist toll, perfekt. Ich nehme hier schon mal ein bisschen 47 Sand raus und werde daraus fertigen Sand. Nee, erstmal machen wir hier den Stein. So. Achso. Was? Ich wollte gerade sagen, du machst Sand aus Sand. Oh, es ist schon wieder Nacht. Oh nein. Das ist mal ganz schlecht. Nein, ich mache Glas aus Sand. Da habe ich mich wohl eben versprochen. Ich bitte um Vergebung. Ein Missverständnis. Sozusagen. So, ich komme jetzt rüber. Und jetzt werde ich vorsichtig. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Immer. Fall nicht runter. Nee. Was macht Billy, du holst Holz? Ist die Wolle wirklich nicht da? Nein, die Wolle ist nicht da. Ich hole gerade Holz hier so mal ran. Okay. Und mach bitte keine Bretter draus. Ich glaube, es geht nämlich nur aus Holz direkt. Ja, ich hole nur das rohe Rohstoff. Au. Au. Es schießt da draußen. Wer schießt? Skelett. Ein fieses Skelett. Ich habe noch ein bisschen Zeug mitgebracht aus der alten Wohnung. Ah, Mann. Wer schießt hier? Ja, das Skelett. Sag mal, warum hat, hier? Das ist irgendwie auch doof, dass wir jetzt überhaupt keine Notunterkunft mehr haben. Aber. Du Arschgeloch. Aber der war zu blöd zum... Oh, du... Was? Du hast genau zwischen den Augen in deinem Stirnband einen Pfeil stecken. Und vorne so quasi... Mich heute geil. Auch. Und vorne genau quasi so ich mich auch. In den Kronjuwelen stecken auch zwei. Also. Aua. Oh Mann, und du lebst noch, alter Schwede. Mann. Ich wäre lieber tot. Nicht schlecht. Du bist aber hart im Leben, ey. Ja, in dem Lavasee ist Kohle und ich komme da nicht ran. Haben wir noch eine Kiste eigentlich, eine zweite? Oder haben wir noch Holz für eine zweite Kiste? Holz, das ich nicht irgendwo verloren habe bei einem meiner Zweireihen. Ja, ich komme gleich mit Holz, warte. Was ist das denn hier? Kohle und das ist... Ach, Holzkohle. Lecko funny. Ja, das ist ja wieder was anderes. Ja. So, hauen wir da 7 Stück rein. Das müsste ja reichen. Und hier hauen wir jetzt mal 8 rein. Und was machen wir hier? Hier machen wir 64er von dem... Was zur Hölle ist das? Kobaltbarre? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Wo ist es denn? Hier. Zack. Ach, da kannst du auf die Rezepte klicken. The Recipes, you know? The Recipes. Yes. Aber aus diesem Block, der wird sonst nichts, wenn man das grillt, oder? Doch, da wird brüchiger. Und der brüchige sieht so aus. Wenn Sie mal gucken möchten. Ja. Habe ich die schon genommen? Nein, habe ich noch nicht genommen. Wo ist denn der? Ist der hier in der Kiste? Ich habe gerade mal welche rausgenommen. Ach, guck an. Autsch. Bau doch mal einen auf. Ein. Ja, ich baue mal einen auf. Warte mal, ich baue mal einen auf. So. Guck mal, sieht doch schick aus. Sieht fast aus wie Eisen eigentlich, ne? Und ich setze mal einen daneben. So sieht der nicht veredelte aus. Ja. Es ist ein Unterschied. Es ist, ja. Wenn du den abbaust, ist er dann immer noch veredelt? Ich wollte gerade gucken. Nein. Oh, das ist schlecht. Ist der weg oder hast du ihn aufgenommen? Nee, vielleicht habe ich ihn aus Versehen aufgenommen. Ich habe es nicht bewusst. Warte aus mal. Versehen. Ich baue nochmal einen hin, warte mal. Wie habt ihr jetzt das Charcoal gemacht? Unten Holz, oben Holz. Im Ding hier, ne? Im Ofen. Mhm. Im Ofen? Ja, klar. Na, Holzkohle. Okay. Holz aus Holz, sozusagen. Genau. Also. Wir brauchen,
Hat jemand mal Lust, kurz eine zweite Kiste zu bauen, damit ich mal ein bisschen hier mein Zeug bin schon dabei wegtrauen kann? Soll ich zwei Kisten bauen? Ja, ja, brauchen wir eh. Genau. So, wo stellen wir die denn mal hin? Die stellen wir mal hier hin, an diese Wand. Unten Holz. Bup, da. Bup, bitteschön. Ah, okay. Juche, vielen Dank. Sehr gern. Im Augenblick sortieren wir nicht wirklich, oder? Nein. Wollen wir noch einen Ofen bauen? Wäre nicht ja, blöd, ne, für die Holzkohle. Ja, gerne. Ja, ja, brauchen wir alles. So, den stellen wir mal genau da hin. Bitteschön, hier kannst du deine Holzkohle reinballern. Oder hast du die schon am Start? Die eine habe ich da hinten reingehauen, warte. Dann hau ich die 6 hier rein und hau mal eben da das Kupferohr durch. Ne, Kupfer brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, das sind nur 4, die kann ich mal eben durchballern. Ah, okay. So, haben wir denn jetzt schon überhaupt einen Stack von den Dingern voll? Nee, ne? Wir haben, warte mal, hier haben wir 21 und 12, nee, warte mal. Ja? Ich habe einen Stack. Ach, das ist Marble. Ja. Okay, dann. 12 hier. Willst du hier weiter beraten, Billy? Und warte, ich tu mal eben die 2 Stacks Quarried Dings hier rein. Und zwar sind die in der dritten Reihe. 64 und 8 rechts. In der dritten Reihe rechts. In der, von, achso, hier, ja. Okay, von unten. Ja, von unten. Mhm. Okay, dann. Ja, genau, von unten. Dann leg ich mal meinen ganzen noch nicht getoasteten hier rein. Und wollen wir schon mal anfangen? Ja, ich habe 12 dabei, ja, ja. Damit, dann können wir schon mal hier ein bisschen gucken, wie cool. Wir das so angehen wollen. Ja, ich kümmere mich hier mal um die Braterei und die Bestückung. Das finde ich total toll. Ist ja auch wieder noch, ist ja noch hell, immer noch, eventuell. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. So. So, hier ist der Grundstein, der Grundkürbis. Der Grundkürbis. Bin ja mal gespannt, was die Jungs da jetzt bauen. Ne? Ich erst. Oh, wir haben hier noch ganz viel Fresszeug drin. Ach, geil. Hier liegt bei ganz Fresszeug viel Fresszeug. Das ist Sorge gewesen. Ja, ja, super. Wir müssen auch echt mal irgendwie ein bisschen sortieren. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo was ist, muss ich sagen. Hier liegen Sticks, gut, hier egal. Liegen alles Mögliche drin. Also hier können wir wirklich noch ordentlich was zu futtern rausholen. Und auch noch was zum Braten. Also, wie fangen wir denn an? Machen wir hier gleich von vorne den Eingang oder wie hast du dir das gedacht? Warte mal. Ich habe noch gar nicht so ein Bild gerade. Ich hätte jetzt erstmal nach den Eckpunkten gesucht. Warte mal. Also ich sag mal, warte mal, ich hole mir mal ein bisschen Dreck gerade. Ja, ja, ich wollte ich auch gerade machen. Nee, wir haben da keinen Dreck mehr in der Kiste. Hier sind nur 8. Nee, hier ist noch ein ganzer Stack. Guck mal, hier ist genug Dreck für uns beide. In dieser Stadt ist nicht genug Dreck für uns beide. Eat this. So, wir haben... Also wenn ich jetzt mal sagen würde, ich meine, wir wollen ja irgendwie einen schönen Seeblick haben, auf jeden Fall. Was ich auch ganz geil finde, aber das wäre vielleicht ein zweiter Schritt, wäre, wenn wir hier dann irgendwann noch mal so aus dem Boden raus so Stützen hochziehen würden, die dann hier, dass wir noch so eine Etage über dem Wasser haben. Ja, ja, und genau. Und drunter noch so einen Bootsanleger haben und sowas. Das wäre bestimmt ziemlich nice, ja. Ne? Also ich würde, so. Also pass mal auf, wie hast du dir, also ich hatte mir jetzt gedacht, wir machen den Eingangsbereich hier gar nicht so feudal, sondern eher zweckmäßig. Ja, ja. Und dann... Deute das doch mal an. Okay, also jetzt geht's los. Ich und Häuser bauen, ja, ich bin total der Häuserbauer. Also ich. Wir machen das zu zweit, das wird noch schlimmer. Also ich hab mir das genau so. So jetzt mal gedacht. Also ich mache jetzt hier, ich zeichne mal quasi, ja? Ja, zeichne doch. So, das ist jetzt quasi hier der Eingang. Wie so ein kleiner Flur. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß. So quasi. Und dann geht es von hier. Geht es dann ab. Das können wir dann ja eben auch so machen. Muss ja nicht unbedingt symmetrisch, also doch symmetrisch wäre, also nicht symmetrisch muss es ja nicht sein, aber vielleicht von der Anzahl her passend. Mhm. Wir haben jetzt 6, sind wir jetzt gerade bereit hier. Ich hätte ja fast das Gefühl, wollen wir noch ein bisschen dichter ans Wasser ranrutschen? Ans Wasser ranrutschen wollt ihr? Ja. Ja, könnten wir eigentlich. Ups, Entschuldigung.
Mal kurz die Beine gebrochen. Ja, ja. So, also dann machen wir hier mal. Wobei wir wollen ja auch ein bisschen ja. Vorgarten haben, ne? Normal. Achso, du willst jetzt. Ah, hinten, ja. Ich meine, hinten wollen wir sowieso. Ich bin, ja. Hinten klingt, ja. Nee, mach mal. Du wolltest ja jetzt was mit hinten, also. Hinten? Hinten. So, und dann eventuell so, guck mal. Ja. Wenn wir es so tun. Huh, blub. So, dann könnten wir hier. Dann ist auch schon die Folge wieder zu Ende. Das ist. Das geht aber schnell. So würdest du das. Aha, okay. Ja. So. Und jetzt hier nehme ich noch so ein bisschen auffüllen. Ja, dann haben wir so einen kleinen Überhang und könnten dann hier quasi dann nochmal hier so ein bisschen auf den See hinauslaufen. Ja? Ja, ja, ja. Das ja, ist ja auch ja, eben ja. Jetzt erstmal nur die Grundetage sozusagen. Genau, wir brauchen ja erstmal wirklich nur mal die Genau, Grund, aber lass uns mal kurz zurückgehen zu Billy und mal hier Schluss machen für heute. Ja, ich komme hinterher. Halt. Was? Halt, ich nehme noch was mit und zwar aus der Kiste hier das ganze Futter. Ah, sehr gut. Dann lassen wir das, ich lasse uns hier mal draußen was fürs Bauen da, ja. Und dann kann der Rest nämlich getoastet werden, genau. War hier noch Kohle? Mensch, hier sind noch 48 Kohle drin gewesen. Oh, sehr geil. 48? Ja. Wir sind aber auch echt Spezialisten. Wir haben die ganzen Reichtümer. Ja, genau. Wir wissen noch nicht, wo sie sind. Aber das wird sich jetzt in Zukunft auch verbessern. Alter, was ist denn hier passiert? Ey? Dass wir auch den Rest an der Tür haben. Ne? Billy, wo willst du denn was hinhaben? Umsortieren. Also oben kommt bitte Cobblestone und der andere Stone rein und ein bisschen Erde. Ja, gut. Und unten sollen dann die besonderen Sachen rein, wie zum Beispiel die ganzen Ohrs und Holz erstmal. Okay, habe ich. Und ich habe noch 12 Rindfleisch roh, die gebraten werden müssen. Wo darf ich die denn platzieren? Die darfst du gerne unten platzieren. Ich hole mir die dann raus und brate die auch gleich durch. Okay, sehr schön. So, dann kommt mal hier alle her. Machen wir kurz hier eine Verabschiedung. Ja. Einmal hier. Guckt mal, Leute, was hier gebaut wurde. Diese Freiluftküche hat hier echt Gestalt angenommen. Wir haben jetzt 6 Öfen, geil, die hier dauermäßig brennen. Ach so, warte mal. Ich habe mir hier noch, ich packe die unten 51 Kohle auch rein. Liegen da auch drin. Also, liebe Leute, in der nächsten Folge nimmt das Haus richtig Gestalt an. Wir bauen das Ding schön hoch. Erstmal der Grundriss und dann setzen wir das um. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.